Und weiter geht's mit dem Lutzelbaum-Simulator. Denn jetzt, wenn Lutz hier schon mal so schön Anlauf genommen hat, können wir eigentlich... Wisst ihr was? Wir gehen mit Lutz mal runter zum Duradan-Wald, weil es kann gut sein, dass dort Gondor ist. Und ich möchte jetzt mal doch mal mit Lutz gegen Gondor kämpfen, statt immer nur... Ich meine, wir können uns doch mit Mordor jetzt dann schön um den restlichen Rohan-Ausläufer kümmern. Schon gar nicht mal so schlecht. Gut, Lutz, geh mal weiter und hol dir mal den Druadan-Wald. Jetzt kriegt Lutz mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wie erwähnt. Einfach nur, weil Saruman das zu sehr geschienen hat schon. Scheint zumindest so. Im alten Druadan-Wald leben die Druadain, Freunde Rohans. Doch nun können sie sich nicht mehr verstecken. Freunde, sagt bloß nicht, wir kämpfen hier schon wieder gegen Rohan. Ah! Vernichtet alle Truppen des Guten! An Guten wünsche ich. Ihr macht, was ich sage! Wollt ihr... Was zur Hölle? Bewegung! Los! Lasst die Waage los! Gott, war das knapp! Rang 4 hat er mir fast zersäbelt hier. Ihr macht, was ich sage! Ich krieg langsam Hunger! Wisst ihr, ich denk mir nur so, seit wann habe ich einen Troll hier in der Armee? Und warum prügelt der... Warum prügelt mein neuer Troll durch meine eigenen Truppen? Ach du Scheiße! Ah! Die schöne Realisierung, dass alles nicht so läuft, wie eigentlich geplant. Rüstkammer. Macht euch kampfbereit! Ich beobachte euch! Macht euch krampfbereit! Aufwachen! Urukai! Macht euch kampfbereit! Uruks! Habe ich nur einen defensiven Trupp? Ne, hier ist einer, der andere ist hier. Okay, passt. Machen wir uns auf die Jagd. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Natürlich haben wir wieder... Ich werde Rohan nicht los. Ein Moment. Nee, Moment mal. Hier stimmt doch was nicht. Ich krieg langsam Hunger. Schneller! Die Waage sind hungrig. Wir greifen an. Bald. Wir greifen an. Bald. Holla. Die halten echt ein bisschen was aus. Ah, nicht keine Waffen. Eine Rüstkammer wollte ich doch. Warum habe ich eine Waggrube gebaut? Okay, wir kämpfen wohl. Wir kämpfen wohl doch gegen Gondor, dann passt's ja. Ich beobachte euch. Macht eure Waffen bereit! Ihr beobachtet mich. Durch Spannloch. Macht euch kampfbereit! Sie greifen uns an! Macht euch kampfbereit! Schneller! So. Da ist der Macht eure Waffen bereit! Okay, Gondor-Ritter. Fällt sie! Interessant. Machen wir mal hier Vollfestung. Wir greifen zurück, Uruks! Uruks! Zuhören! Haltet die Wölfe im Zaum! Okay, kommt mal rüber. Aufwachen! Auf ihn! Wir brauchen hier wohl mal ein bisschen Verstärkung. Und drüber. Ja. So. Hier jetzt mal schön Defensive, die werden wir brauchen. Hier hätte ich jetzt dann gerne mal meine Waggrube. Da. Und abseits davon einfach noch ein paar Türmchen, das passt schon. Okay, gucken wir mal weiter in die Richtung. Irgendwo hier sind noch einige von diesen Schlingeln. Machen wir mal hier noch die Türmchen, die werden wir auch noch gebrauchen können. Ah ja, weil ich noch sagen wollte bei der letzten Folge zum Thema, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr bauen kann. Die haben mir tatsächlich die Zitadelle zerstört in der Mitte und ich habe es nicht bemerkt. Also war meine Schuld. Passt schon. Bock. Bewegung, Urukai. Elben gegen Goblin. Gibt's hier sowohl Rohan als auch Gondor? Also ich hab's... Ja,
Natürlich, ich hab's gesehen, dass ihr sowohl Rohan als auch Gondor, aber ich meine, ob es auch Basen von beiden gibt, weil ich dachte mir, okay, eine von beiden hat vielleicht Truppen einfach hier und die andere haben ihre Basis. Aber es kann sein, dass wir gegen beide hier kämpfen. Ist auch mal interessant, so ein 2 gegen 1, wie es aussieht. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal Rohan. Und hier kommen, ja, ich glaube, die haben echt beide Basen. Interessant. Umso schöner wäre es, hätten wir mal einen gemeinsamen Kampf Isengards und Mordor zusammen, ne? Wir greifen an! Bald! So, holen wir mal einen schönen Ressourcenboost. Ich sagte, holen wir uns mal einen schönen Ressourcenboost. Ja, Tatsache. Schaut euch das mal an. Und beide mit einer großen Festung hier unterwegs. Böse Kombination. Ihr macht, was ich sage! Rennt! Sie plündern unser Lager! So, 1, 2, dann habe ich 6 Stück. Mache ich den Rest mit Schlachthäusern. Aufwachen! Speere! Speere! Ich hier noch? Nee, komm. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Sie plündern unser Lager! Okay. Haltet eure Waffen bereit. Sieht gut aus. Dann holen wir uns mal zuerst das Gondor-Lager. Was haben wir hier? Vernichte alle wilden Trolle, die in diesem Gebiet lauern. Okay. Das kann ich auf dem Weg vielleicht mal gucken. Achtung, Licht aus! Zapfenstreich! Der Letzte macht das Licht aus. So, ich habe gehört, Gondor mag keine Balrogs. Das ist unverzeihlich. Wie kann man keine Balrogs mögen? So. Ich überlege viel zu lange, wie ich den Balrog reinspringen lasse. Für maximalen Damage. Anzünden. Und Feuer spucken. So, ihr kommt mit rein. Ich glaube, jetzt müsste ich das meiste bekommen, oder? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich so. Na gut, passt. Ich bin einfach mal glücklich. Ich komme ja wohl durch, solange. Ernsthaft jetzt? Ah, ich wollte schon sagen, es ist so nicht. Ich wollte mir nicht ernsthaft sagen, dass ich nicht durchkomme. Wutz. Feuerpfeile sind fertig. Ich krieg langsam Hunger. Schnappt euch den da! Operation Doppelter Lutzelbaum erfolgreich ausgeführt. Saruman wird erfreut sein. So. Hallöchen, Rohan. Ihr kriegt auch noch Liebe, keine Sorge. Ja, truppentechnisch sind wir eigentlich ganz gut aufgebaut. Ich könnte aber mal die Upgrades jetzt machen bei den Truppen, wo es noch fehlt. So, das Upgrade ist fertig. Bei wem von euch fehlt es denn? Wir hatten doch noch einen Wagreiter-Trupp, der nicht. Ah, hier habe ich die Uruk schon mal gefunden. Das ist schon mal gut. Abseits davon. Ein Wagreiter-Trupp mehr? Einer unserer Wagreiter-Trupps war doch nicht. Machen wir uns auf den Gehalter Isengards. Sie plündern unser Lager! Wisst ihr, was die ganze Stimmung kaputt macht? Wenn man sich vorstellt, wie der das Ich lebe die Wasser beim Rülpsen so gesagt hat, um die Stimme zu erzeugen. Da hat man richtig fett ein ganzes Maß Bier reingezogen. Ich lebe die Wasser. Die Tricks der Synchronsprecher, also. Heute kosten wir Menschenfleisch. Im Übrigen, für den Fall, hier und da bei Videos hört ihr vielleicht mal, beziehungsweise hört ihr nicht, das ist ja eigentlich nicht der Punkt, hier und da wird euch bei Videos vielleicht aufgefallen sein. Oh, aber noch eine. Nein, ich wollte eigentlich eine Vakuum machen, aber passt. Dass hier und da mal die ganz kurz die Musik aussetzt. Beziehungsweise der Ton allgemein aussetzt vom Spiel.
Das mache ich absichtlich. Das ist dann so meine Möglichkeit, hier den Claims ein bisschen zu entgehen, weil hier und da... Sie plündern unser Lager! In dieser Grube züchten wir Uruk! Hier und da geht das Content-ID-System halt schon bei 10 oder 15 Sekunden lang Tracks an, wo es nur kurz angedeutet war, wo ich mir einfach denke, okay, das ist echt heftig übertrieben. Vor allem, wenn ich nebenbei kommentiere. Und dementsprechend, wenn ich dazwischen draußen ein paar Sekunden rausschneide, dann ist das wieder sauber, wenn man so will. Better safe than sorry. Aufwachen! Ich würde dann gerne... sammeln wir jetzt mal unsere beiden Armeen. Heute kosten wir Menschenfleisch. Nom 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 nom. Ich rieche den Feind. Menschenfleischverkostung. Yay. Niemand stellt sich uns in den Weg. Die Burg ist fertig. Palantir. Oh, verdammten Fliegen. Es hört sich auch noch real genug an, dass ich echt jetzt kurzzeitig irritiert war. Ist jetzt bei mir eine. Aufwachen! Die Waage sind hungrig! Macht euch kampfbereit! Die Welt beobachte euch! Aufwachen! Mal ein Stück zurück, lasst mal Lutz ein bisschen böllern. Uruks! Macht euch kampfbereit! Hier war es nochmal. Mein Lebensmotto lautet: Knall mich, ich bin ein verzauberter Bälle. Aufwachen! Vorwärts! Ja, ja. Da ist Schulz-Parodien. Der Feind ergreift an! Das ist eine Kerze. Eine echt schöne Kerze. Ich habe mal gehört, dass Kerzen länger halten, wenn man sie nicht anzündet. Muss ich echt mal wieder durchgucken. So. So. Das Update ist fertig. Die Waage sind hungrig. Oder Upgrade. Machen wir uns auf die so, komm, wir bräuchten so ein paar Uruks, die uns einfach immer wieder ansagen, Orks oder Uruks, wenn ein neues Windows-Update hier installiert ist. Einfach als Windows dann aktivieren. So, das Update ist fertig. Der Feind, wir können den Feind. Schlachthaus. Die Waage sind hungrig. Macht euch kampfbereit. So, Balrog Sun wird das gleich wieder regeln. Dann ist alles gut. Lutz kriegt noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Jawohl, da hat er sogar sein Level 8 bekommen. Ich glaube, Level 10 wird es nicht mehr ganz werden, aber wir haben eigentlich alles, was wir mit ihm wollen. Wunderschöne Ballrockzeit. Kein Problem. Alles soweit gekalalalert. So, Balrog-Zeit. Sind Sie das? Ist das der Feind? Ne, das dann nicht. Und ich glaub, ihr könnt wirklich froh sein, dass das so ist. Ach komm. Spontan versuche ich es immer wieder. Ihr macht, was ich sage. So, und Wutz. Was zur Hölle war das für ein Sprung? Oh, einfach die ganzen Ruhe umtrampeln. Die wunderschöne Ironie darin. Vorsicht, Vorsicht, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer, nicht ins Licht schauen, nicht ins Licht. Los, Balrog, jetzt zeig mal, was du kannst. Zeig deinen sexy Atem. Yes. Und Wutz. Macht euch kampfbereit. Macht eure Waffen bereit! Heute kosten wir Menschenfleisch. So, das ging ja ganz schön fix. Das war einfach. Oh ja. Balrog sei Dank. Zum Glück haben wir den. Ey, stell dir mal vor, wir müssen jedes Mal neu. Das Problem ist, man darf ja Belagerungsgerät nicht mitnehmen. Du musst das jedes Mal neu rausziehen. Wenigstens Katapulte und Ballisten sollte man mitnehmen können. Ich find's komisch, dass das nicht geht. Meh. Die meisten schreien jetzt wahrscheinlich wieder mit Edain-Mod. Ja, keine Sorge, spätestens im Zweier werden wir uns die angucken. Vor allem, weil es beim Zweier dann wieder das klassische Bausystem reinkommt, was mir mehr gefällt als das Freie. Also, stimmt, irgendwo habe ich noch einen Troll übersehen.
Also ich muss sagen, auf dem Papier habe ich es auch total gefeiert, als es hieß, Schlacht im Mittelalter 2 bekommt ein freies Bausystem. Aber dann in der Praxis muss ich sagen, ich weiß nicht wieso, aber mir hat das nicht so wirklich gefallen. Vor allem, ich meine, mit einer normalen Basis okay, aber das System mit den Farmen, dass man die so verbreitet hat und so quasi so diese übertriebene Ausbreitung machen musste. Ich bin halt immer jemand, der in Strategiespielen gerne relativ defensiv spielt. Gut, ja, sagt derjenige, der hier von Mission zu Mission rusht, aber ich habe gerne die Möglichkeit, so eine halbwegs sinnvolle Turtle-Taktik fahren zu können. Und es geht in Schlacht im Mittelalter 2 kaum, weil halt das gesamte System auf Ausbreitung basiert. Ich meine, klar, hier ist in Schlacht im Mittelalter 1 auch so, aber du hast deine eine Basis, die für dich gut produzieren kann. Und das hast du im Zweier Teil halt schwieriger. Dementsprechend mochte ich das alte Bausystem mit den festen Slots ein bisschen mehr, weil es da auch mehr um strategische Punkte ging und nicht einfach, ich kleistere die halbe Karte mit Gehöften voll. Also so aktiv. Aber ja, das wär's hiermit gewesen. Wir haben noch eine Spezialfähigkeit mehr. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit irgendeiner Mordor-Armee. Ich glaube, wir machen mal wieder die. Ich glaube, wir machen unsere Haradrim-Armee wieder ein bisschen mehr. Das wird lustig. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.